So, im Gegensatz zur Industrie ist unsere Politik aber noch nicht so weit. Die sieht seelenruhig dabei zu, wie sich eine Parallelgesellschaft nach der anderen bildet. Caro Corneli, bitte. Deutschland läuft Gefahr, von einer Parallelgesellschaft unterwandert zu werden. Diese Integrationsunwilligen fristen ein isoliertes Dasein, flüchten sich in ihre eigene Kultur und verschließen sich vor jeglicher gesellschaftlicher Anpassung. Auf diese Weise entstehen immer mehr soziale Brennpunkte, so wie hier in diesem Hamburger Stadtteil. Hier leben sie nach ihren Sitten und Gebräuchen, nicht bereit, sich zu integrieren. Und sie haben keine Ahnung von unserer Kultur. Wer hat die letzte Staffel DSDS gewonnen? Keine Ahnung. Was ist denn DSDS? Das ist eine Fernsehsendung, die sehr, sehr viele Zuschauer erreicht. DSDS? Nein, sag mir nichts. Ist das eine Sportsendung oder Kultursendung oder was ist das? Das ist eine Kultursendung. Sie könnten sich noch ein bisschen mehr öffnen, auch der Kultur in diesem Land. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nun so erstrebenswert ist, diese Kultur. Barbara Salisch ist eine Autorin. Hat die nicht in Krimis mitgespielt? Barbara Salisch? Ja, oder ja. Nee. Sie leben in diesem Land. Ja, ich weiß. Mitten in diesem Land kapseln Sie sich ab. Ich habe auch Goethe drauf oder Schiller oder Eichendorff oder Fontane. Wer sind die denn? Sie haben ihre eigenen Schriften und sie sehen ihre eigenen exotischen Fernsehsender. Dann sehe ich gerne Dreisat oder Arte oder Dokumentationen gefallen mir sehr gut. Sie grenzen sich ab von dem Land, in dem sie leben. Und sie sprechen nicht mal unsere Sprache. Jeder Fonds hat eine gewisse Ausrichtung und dann hat man ein breit gestreutes Risiko in einem bestimmten Segment. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ich kann Sie hören, aber ich kann Sie nicht verstehen. Wenn man jetzt nichts unternimmt, wird diese fragwürdige Schicht ignoranter Unterwanderer größer und größer und größer. Mein Kind macht nächstes Jahr Abitur. Sie war jetzt auf der Steiner Schule ein Jahr und dann normale... Steiner Schule, Privatschule, hä? Das ist eine Privatschule, genau. Sie gehen sogar so weit und unterbinden den gesellschaftlichen Kontakt gezielt von Anfang an. Die Leute hier leben in ihrer eigenen, völlig von Deutschland isolierten Welt. Mitten in unserem Land, mitten unter uns. Sie sind unzugänglich und ignorant. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Caro Corneli für Extra 3.